Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auch der Erlen, gerade im LS19.dc zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo! Wir haben gerade unseren wunderschönen New Holland Drescher hier eingeparkt. Unser Hund, ja, macht wieder Spielchen im Zaun, ne? WGA braucht auch noch was mal so. Ich war zuletzt hier am wunderbaren Mähen, das werde ich jetzt heute auch mal fortsetzen, damit wir da irgendwann mal fertig werden. In geraumer Zeit. Flo, ich hab nichts zu tun, weil WGA ist voll. Also was soll ich denn jetzt machen? Ist die voll? Jo. Dann kannst du dir eigentlich den kleinen Steirer schnappen und einen Wender und dann alles mal wenden. Also die Wiesen am Hof zum Beispiel und dann folgen kannst du dann auch hierher kommen. Bin dabei. Okay. Dann müssen wir jetzt mal alles anschalten. Einmal, zweimal, passt. Oh. Den hier umschalten ein bisschen. Ah ja, genau, der ist jetzt perfekt. So. Dann nehmen wir uns mal eine schöne Mühle. Mehr weg hoch. Jo, geht super, wunderbar. Einmal drehen. Oh. Dann haben wir das ja auch gleich. Dann haben wir nur noch das etwas steilere Stück da unten, neben unserem Feld. Und die Wiese schlägt Feld 1, sag mal. Und dann sind wir wiesentechnisch vom Mähen her durch. Der Bürger ist auch schon fleißig wieder am Grubbern. Ja, dass er wieder uns Geld einbringt. Ich war mal der Meinung, ich habe da mal eine 10.000 Euro Gruppermission gesehen, aber habe ich mich anscheinend mal verguckt oder zwar irgendeine andere. Kann natürlich auch gut sein, ne? Oder eher fliegen so was. So, dann machen wir mal Radio an, ist schon ein bisschen überfällig geworden hier. Und dann haben wir, naja, da werden wir wahrscheinlich mit einem Durchgang geschaffen. Nee. Ein kleines Viehzeller bleibt stehen, aber gut. So, ey. Das war diesmal nicht mein Handy, nee. War meins. Man hat's ganz leise im Hintergrund gehört. Ja, ich mach gehört. Schon Ton aus dem Mann. Ich hab nicht gesagt. Egal. Doch, ich... Hast du schon? Ich kenn dich doch. Irgendwie hinten über den Hinter, über das Hintergrund, ne? Habt ihr gerade eine Sprachnachricht geschickt? Mach dein Handyton aus, Alter! Hat er vorher schon gewusst, dass er ein ist. Ja. So. Ja, wir nehmen hier natürlich alles mit. Ist ja ganz klar. Ja. Haben wir jetzt noch? Ja, wir bräuchten noch einen. Du könntest eigentlich dir nochmal schnell Dingen schnappen. Beziehungsweise, nee. Bräuchten wir erst mal. Naja, kann ich dann auch machen. So. Ah, warte, wir fahren hier vorne längs einmal. Nehmen wir so eine Art kleines Vorgewende, wenn man das so nennen kann. So, sind die Rand hier. Schaffen wir das? Okay, das haben wir nicht geschafft, weil da war dann schon die Collie. Perfekt. Nicht. So. Haben wir da gleich mal ein bisschen hier anhauen dran. Ja, ja, wunderbar. Oh, da kommt Stein, oh Gott. Oh, ging sogar.
Jetzt wird zwar schlimmer vorgestellt, aber wie? So, da vorne geht's dann gleich wieder hoch. Yep. Perfekt. Bist du schon am Winden? Jo. Perfekt. Dann geht das auch voran, wunderbar. Und jetzt bleibt das ein viel zu löscht. Nee, das geht nicht. Das kann ich so nicht sehen. Da muss ich nochmal drüber fahren. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von der Mission hat er schon der Bürger. Keine Ahnung, weiß ich nicht, schau nach. Ich bin gerade, ja, kann ich nicht machen. So, ich kann jetzt eigentlich hier kurz Tempomat reinhauen. Und eigentlich hier einmal so längs fahren lassen, ne? Ja, dürfte ja gehen. Missions. 40% knapp, 39. Aber knapp an die 40. Ja. Ja, okay, geht ja. Hm. Vor allem ist er stehen geblieben. Oh, ey, ey. Ah, Zug ist auch wieder unterwegs. Ja, da kann man eigentlich drehen, wenn es denn geht. Ja, ja, geht's gut. Jeder ganz konzentriert bei seiner Arbeit. Ich bin halt am Bett. Was will ich dafür sagen? Also so viel Spannendes gibt's da nicht, ne? Nee. Bei mir also jetzt ja auch nicht, weil ja, ich mehr halt das rausweg, ne, aber. Ja. Schwierig. Du könntest natürlich auch die Musik dann im Hintergrund lauter machen, keine Ahnung. Möglich, ja, möglich. Also mir wirkt sieht aus. Eieieiei. Das Gelb ist gar nicht mehr. Das Gelb ist gar nicht mehr so richtig zu erkennen, so braun ist es schon. Was eigentlich grün sein sollte, aber gut. Okay. Boy, dieses Mal hast du nicht ganz bis runter gemäht.
Wieso denn nicht? Bei welcher? Bei der über unserem Hof? Mhm. Ja, vielleicht. Möglicherweise habe ich vergessen. Ja, genau. Du hast es auch absichtlich ausgelassen. Nee, ich hab's halt wirklich vergessen und da habe ich halt zusammengeklappt. Nachdem ich so, ach, sollen wir, ach nee, scheiß drauf, das bisschen da, das juckt doch eh keine, muss man eh mal so lange rumschauen, bis wir wieder oben sind, ist aber gelassen. Wow. Aber es ist ihm aufgefallen. Tilly, fällt mir sowas auf. Wir haben es erst 8.16 Uhr. Okay. Ja. Sind wir heute gut unterwegs? Ja. Ach ja, ich weiß nicht, ob man es hört in den Aufnahmen, aber ich habe ein bisschen was an meinem Mikrofon. Achso, ja, stimmt, genau. Das ist hier die erste Aufnahme. Vielleicht ist es jetzt besser. Möglich, ja. Also für mich hört sich besser an, in der Aufnahme ist natürlich immer wieder ein bisschen anders, ne? Mhm. So. Da geht. So, passt. Also immer, was als nächstes kaufen ist, glaube ich, ein Feld, oder? Jo. Der Feld ist immer halt echt... Wir haben jetzt bis dato... Ja, okay. Das war mal ein ehemaliges Feld, aber ist halt das Wiese angesehen. Aber Wiesen sind momentan unsere Haupteinnahmequelle, deswegen... Aber man muss schon sagen, also wenn wir jetzt, weiß nicht, wie viel wir jetzt von der PGA für die Silage kriegen. Bei Feldern muss man sagen, sind einfach hier echt nicht so billig. Nee. Also unter 200.000 kriegst du, also wenn du ein schönes Feld haben willst, was jetzt nicht mini ist, kriegst du unter 200.000 nicht allzu große. Da kann man mal kurz nachgucken. Ticken rüber, ja, so dürfte es passen. Wenn wir mal so gucken, wenn man jetzt zum Beispiel mal Feld 20 anguckt. Ja, okay, 137.000. Aber ja, wenn man zum Beispiel in die Richtung dann gehen will, da steigen die Preise halt dann schon rapide an, ne? Aber ganz ehrlich, ich würde gar kein Feld mehr kaufen, sondern eher voll auf Wiese gehen. Weil, schaut dir mal an, wir haben 3 Meter Grupper, 3 Meter Seemaschine. Ja, okay. Und schwierig. Keine Ahnung, wie viel Meter Heuwender, Spader, Mähwerk. Ja. Das Einzige, was man vielleicht noch mal machen könnten, ist umsteigen von Ladewagen auf Ballen. Ja. Außer wenn man jetzt natürlich sowas, wenn man sie jetzt, außer ja, wobei, da kann man halt die Lage Ballen machen, ne? Ja, genau. Wäre halt auch zu überdenken, wenn man halt instant muss man halt zwar pressen, aber man hat halt instant Ballen. Beziehungsweise wirklich die Silage. Muss ich mich erstmal silieren lassen. Natürlich auch sein Vorteil, ne? Ja. Ich hab's jetzt auch schon gleich mit Mähen. Das heißt, die kommen jetzt dann gleich mit dem
Entweder, ne, wobei, ich glaube, ich fahr zuerst mal unser Feld ansehen nochmal und danach hol ich mir einen Schwader. Dann muss ich mal gucken, wie weit der Philipp oder beziehungsweise wie weit du da zur Zwischenzeit bist. Ich bin jetzt bei der oberen Wiese schon zweimal fast rum. Okay. Ich habe jetzt hier, ja, 3-4 Bahnen noch, dann bin ich hier durch mit dem Mähen. Ja, das Anheben funktioniert jetzt einfach frei ohne Probleme. Nach anfänglichen Schwierigkeiten funktioniert alles wunderbar. Dann eigentlich auch mal ein bisschen nach Missionen gucken, ob es da inzwischen mal was Neues gibt. Grubbern. Ab und zu mal was zu pflügen, aber ja. Ballen pressen. Wenn wir Zeit haben, ja, die geben halt Ballen pressen. Oh, ernten. Ah, das sind Zuckerrüben, Feld 3. Wo sind Feld 3? Ah, da. Ja. Wäre vielleicht zu über, ja. Zu überlegen. Bei 20.000, boah. Ist ja schon schmackhaft. Weiß gar nicht, waren sie Zuckerrüben oder Kartoffeln? Ich hab Kartoffeln. Ja doch, Kartoffeln waren es, glaube ich. Weil der Opa mit bei war. Opa Keile, ja. So, last und letzte Bahn. Ne, wobei, oben haben wir noch ein bisschen was Kleinzeug, aber das haben wir auch schnell. Da muss ich stehen lassen. Ein bisschen in der Spur fahren, ey. Nee. Halt geht nicht. So. Können wir eigentlich hinten bewegen? Das passt. So, passt, dann fahren wir dann nochmal vor. Nehmen das noch mit. Lassen wir vorne runter. Hinten anschalten und auch runterlassen. So, Allrad drin, Sperren im Ring. Und dann kann sie hochgehen. Geht. Schafft er. Was für Stufe da am Rumwurschteln? Ich habe mein Headset vielleicht ein bisschen anders aufgeguckt. Bisschen bequemer. Hat man ganz minimal im Hintergrund Quitschen gehört. Okay. Aber jetzt nicht schlimm, also ich glaube, wenn es jetzt ich höre, dann hört man in der Aufnahme jetzt nicht so stark, das könnte ein Fehler gewesen sein, aber ja, wobei doch. Konnte ich retten. Ging noch.
Ja, kann man eigentlich schon so stehen lassen. Mal dann, aber ne, dann haben wir auch alles. Dann haben wir eigentlich größten Ärger bei hier. Das nehme ich halt doch dann mal mit, weil ich noch ein bisschen mehr. Mal umdenken. Ja, dann schafft das. Das war auch nur knapp, aber er schafft's. So. Jetzt kann ich wohl. Ah, hier. Bin auf der kleine Teil hier. So, dann haben wir das hier alles. Wunderbar. So, können wir das ummachen, hinten ummachen. Wunderbar. Dann kann ich jetzt, wenn wir hier hochkommen, nach, auf den Weg nach Hause gehen. Beziehungsweise können wir uns auf den Nachhauseweg machen. Alle dann sperren auch mal und so. Ne, tanken braucht er noch nicht, das passt. Dann geht's nach Hause. Weg rein. Da sehen wir den Philipp da irgendwo. Oh, da hat er schon fleißig gewendet. Ah, da unten ist er ja. Ah, der hat ja die eine Hupe. Die La Cucaracha, die heißt, ne? Ja. Mhm. So. Also, laut. Aber ich würde sagen, du setzt einen Steier von uns an zum Sehen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das braucht jetzt erstmal was, das sieht echt aus wie die Sache. So. Zack. Da wird das ganz, da kommt der Gelbstich auch wieder durch bei dem Mähwerk. Repariert haben wir sehr erst. Das passt also noch. Ja, ist glaube ich wieder mehr oder weniger sauber. MP-Track natürlich auch. Da werde ich mir jetzt einen kleinen Düngerstreuer schnappen und nochmal drüber düngen. Bevor wir da ansehen. Ich glaube, düngen ist da noch nicht. Soweit ich weiß. So, sauber, wieder sauber. Sieht auf jeden Fall für mich sauber aus. Da flackt ein Dreieck, okay, gut. So, dann kann man das da runter. Da läuft ein Vogel die Wand entlang. Gut, haben wir das auch mal geklärt. Dass Vögel an der Wand längs laufen können, ist mir neu, aber gut. So. Dann noch die Front. Unsere Schäfchen weiß ich ja nicht, ob es denen auch noch gut geht. Haben wir gar nicht mehr geguckt. Wenn vorne draus flackt, da bin ich mal ein bisschen weit rum, aber das sieht immer noch viel aus, ist aber dann 1% sehr wenig. Na gut, Sauberkeit 1%. Oh, haben wir die noch nicht sauber gemacht? Nee. Achso, weil der Wein immer noch an der BGA steht, ne? Ja, genau. Na gut, dann müssen sie halt ein bisschen warten, ne? Das Flak da vorne draußen ist. Juckt sie eigentlich jetzt im Prinzip nicht. Aber sie wollen halt dann trotzdem produzieren. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt da wieder angucken kann, aber ich glaub's eher mal nicht. Hallo? So.
Was ist? Irgendwann bleibst du nur irgendwo hängen. Ich seh's schon kommen. Scheiße. Oh, ging noch. Du hast mich gestrichen, ne? Sorry. Nur minimal, aber. Ich hab halt noch. Ich glaube, ich fahr zu schnell mit dem Zusammenklappen. Dann sind die Kommandos nicht hinterherkommen. Wahrscheinlich. Wenn da jetzt. Was will jetzt der bei mir? Hä? Ich check's nicht. Egal, ich bleib mal offen. Oh Mann. Da hat man schon so, dass du alles durchmanövrierst, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Gravierend. Aber gut. Das nee, das war keine Absicht. Das glaube ich dir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, da ist noch Dünger drin, wunderbar. Jetzt muss ich trotzdem kurz mal nachgucken. Ja, braucht Dünger. Wunderbar, meine kann das eigentlich gleich machen lassen. So. Handbremse ist ja auch schon, jetzt geht ja gar nichts. Ja, dann können wir losfahren. Ja. So. Hat er einen Baum gefunden? Oder haben wir eine Bremse? Bremse wieder. Ah, okay. Bist du jetzt erst im Unterhof oder schon auf dem Weg zu. Ich bin schon oben. Ah, okay. Muss ich mir wieder schicken. Wieso fahre ich eigentlich oben rum? Ah, egal, jetzt bin ich schon oben. Jetzt ist es auch schon wurscht. Ich muss halt ein bisschen einen Bogen abziehen, ne? Aber es ist ein B-Truck bekannt. Der schafft das. So. Wir müssen tun, das abkönnen. Mhm. Aber wir sind ja für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, dann kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf. Graf, wir haben fertig getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlang gerade MLS 19 Alpin DEC zusammen mit Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.